Hi Leute, wir haben wieder Post gekriegt und von wem die ist und was drin steckt, das verrate ich euch nach dem Intro. So, dann wollen wir mal, ne? Diese Woche ist alles etwas anders mit den Videos. Es wird ein bisschen knackigere Videos geben. Es wird eventuell keine Diamond Painting Sprechstunde geben, denn ich habe andere Dinge zu tun. Unter anderem, wie ihr wisst, Geburtstag feiern und komplett gesund werden. Denn es ist was passiert, was seit sicher 3 Jahren nicht mehr passiert ist. Ich bin krank. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen, von Halskratzen bis ein bisschen Kreislaufproblem. Deswegen versuche ich mein Bestes, das hier auszupacken, denn es liegt schon eine Weile. Es ist Post von One Day Saving, meine erste Post. Einfach eine Testkooperation mit dem Shop. Die haben mich angeschrieben. Und was es mit diesem Stift aus einer anderen Bestellung auf sich hat, das erfahren wir, wenn wir das hier aufmachen. So, um das Raschen zu minimieren, habe ich die Tüte schon ausgepackt. Die kann weg. Und dann kann ich euch nämlich schon das erste Produkt gleich zeigen. Die hier kommen erstmal an die Seite. Die habe ich mit Absicht umgedreht. Und dann fangen wir einfach mal mit dem hier an. Ich habe mir für diesen Stift, den ich mir bei einer letzten Kooperation mitbestellt habe, noch Ersatzminen bestellt. Inzwischen habe ich den Stift auch getestet, aber dazu erzähle ich euch mal was in einem Whip-and-Chat oder einer anderen Sprechstunde. Den legen wir jetzt erstmal aus dem Bild, der hat nämlich mit dieser Bestellung nichts zu tun. Welche aktuellen Rabatte und Aktionen es bei One Day Saving im Moment gibt, das werde ich euch irgendwo hier oben in die Ecke schreiben. Unter anderem auch einen Rabattcode, den ihr benutzen könnt, um dort einzukaufen. Hier haben wir 3 verschiedene Minen, 2-mal weiß und einmal pink in so einem Plastikröhrchen drin. Ich habe auch das Gefühl, die weißen sind ein bisschen fester, die werde ich dann als nächstes mal probieren, denn das Wachs schmilzt, wenn ihr mit dem Stift arbeitet, darum ist das nur zwischendurch mal für Sondersteine gedacht. Das wusste ich aber nicht, als ich mir die Minen nachbestellt habe. Jetzt habe ich sie da, jetzt werde ich sie wahrscheinlich auch benutzen. Dann habe ich mir, wo wir gerade bei stiftähnlichen Dingen sind, einen weiteren Stift ausgesucht. Denn so ein Glitzerstift hier mit Kappe wollte ich früher immer haben. Dieser Stift kommt mit einer Folie, die ihr noch abhiddeln müsst, hier, um das Goldene zu schützen. Da sieht man sie. Er hat einen Drehverschluss. Wird aber gesteckt. Und was es früher nicht gab zu dem Stift, man kann jetzt Mehrfachaufsetzer benutzen. Damals musste man immer einzelsetzen, wenn man diesen Stift hatte. Und jetzt, und dafür habe ich ihn mir geholt, kann man unter anderem, so, ich bleibe mal in der Kamera, diese gebogene Spitze auf den Stift machen, was super gut ist für Bilder mit runden Steinen. Und was wir auch drauf machen können, ist, und der sitzt bombenfest, ist so ein Schieber. Dann habt ihr einen richtig guten Schieber, um eure Reihen gerade zu schieben. Ihr könnt aber auch ganz normal und stabil eine Einserspitze drauf machen und Mehrfachsetzer drauf machen. Die sind in dem Stift ein bisschen locker, aber das ist kein Problem. Einfach ein bisschen Washi-Tape um die Spitze machen und dann reindrücken. Dann hält die auch. Ich weiß nicht, was ihr mit dem Schraubverschluss noch machen könnt, denn zuschrauben kann man den Stift nicht. Ihr habt also den Stift mit Kappe und einen Einer, einen Dreiersetzer, einen Schieber, einen Fünfer, glaube ich, müsste das sein. Ein Neuner, ein Sechser und Neuner, denke ich mal. Und einmal die gebogene Spitze. Dann, was ich auch ganz witzig fand, ist aber zugeklebt, kommt so eine ganze Dose mit richtig vielen lila Wachsplättchen drin, mit 6 oder 7 Stück. Kann ich ja immer gebrauchen. Wie ihr wisst, habe ich mir ja schon mal Wachs ausgesucht. Ja, und halt der Stift mit Kappe, der wunderschön ist, wie ich finde, und ganz toll glitzert. Fühlt sich auch sehr gut an. Der Stift ist aber nicht schwer, denn es ist ein Plastikmaterial. Das macht mir aber nichts. Ja, das packe ich mal alles wieder
in das Tütchen zurück, denn dafür war es ja dabei. Knisterknauschel. Dann gehen mir die Mehrfachaufsätze und so weiter nicht verloren. So, pack's auch wieder mit dazu. Und ist auch gut, wenn man es erstmal ins Tütchen zurückpackt, weil vielleicht benutzt man den Stift doch nicht. Dann könnte man den verschenken und für uns ist es gut, damit wir alles hier hinlegen können. Drei Produkte haben wir noch, denn ich habe mir ganz viel Kleinkram ausgesucht. Wie ihr wisst, nehme ich ja keine Bilder. Erstens wegen meiner Stash Detox Challenge und zweitens, weil ich keine unlizenzierten Bilder mir aussuche. Ich hätte Teilbilder nehmen können, aber ich habe ja die Kooperation mit einem anderen Shop, dessen Namen ich natürlich nicht in dem Video für One Day Saving nenne. Und da habe ich mir Teilbilder ausgesucht. Da kommen auch noch welche. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich kann mir keine 30 Teilbilder irgendwo hinpacken, weil die müssen ja auch gepaintet werden. Deswegen habe ich mir hier etwas anderes ausgesucht. Und zwar ein 12er-Set mit Washi-Tape. Das Besondere an dem Washi-Tape war, das kam mir bekannt vor. Allerdings ist es nicht das gleiche wie bei unserer besagten Diamond Painting Firma, wo man Washi-Tape bekommt, denn hier sind nur 1 oder 2 Meter drauf, aber das macht ja nichts, weil 12 Rollen kosten, meine ich, etwas über 3 Euro und wenn man dann mal 2 Rollen für ein Bild braucht, die gut zusammenpassen, so wie die beiden, dann ist das ja auch kein Problem. Also ich habe mir das zum Einteilen oder zum Dekorieren des Randes geholt und wir haben da, hier zeige ich euch mal die 6, wir haben da 6 verschiedene Washi-Tapes mit goldener Folierung. Ich habe auch alle Links wieder in meiner E-Mail. Die werde ich euch dann, ich habe den Acrylstift heute benutzt, die werde ich euch dann wieder unter dem Video in der Videobeschreibung verlinken. Genau wie den Shop und den Rabattcode und die Aktionen, die da gerade sind. Ja, ich drücke die erstmal in die Packung zurück, dann zeige ich euch die anderen 6 Washi-Tapes noch. Wir haben einmal so Pink- und Lila-Töne und Rosa-Töne. Und auf der anderen Seite haben wir so Blau- und Grüntöne und einen weißen Ton hier, oder zwei. Und dann hat man hier so türkisfarbene Töne und einen rosa-türkisen Ton und was mit Grün. Alles so in golden und foliert. Dieses 12er-Set Washi-Tape verlinke ich euch auch. Und dann kommen wir mal zu unserem Hobby, zur Spaßfraktion. Das erste, was ich mir ausgesucht habe, sind Sticker! Diamond Painting Sticker. Und zwar welche, die ich noch nicht hatte. Ist ja Logo. Aber, knistert, Entschuldigung, immer mal gesehen habe. Hier ist ein Standard-Toolkit. Brauchen wir nicht. Und dann haben wir hier so einen ganzen Stickerbogen mit Pflanzen und Kakteen. Super süß, oder? Das kommt, wie alle anderen Sets, in mein Sticker-Album. Ich, schneide dafür die Motive aus, damit die Folie auch nicht so groß ist. Und dann klebe ich halt die Sticker in mein Album und painte die direkt im Album. Ja, mit Toolkit. Das sind die Sticker. Und dazu, ich kann auch gleich die Folie wegtun, denn die brauche ich nicht. Dazu gibt es runde Acrylsteine, wie mir scheint. Ja, kann euch auch ein bisschen die Farben zeigen. Die sind sehr gediegen. Habe ich etwas vom Mikro weggedreht, dann dürfte das nicht so laut gewesen sein. Da haben wir einen Weißton, einen Braunton, ein Orange und nochmal Braun, was Grünes, was Hautfarbenes, etwas Gelbes und Grünes und Hellgrünes und nochmal Grünes. Also wir haben hier insgesamt, ach hier sind noch 3 runtergefallen, da gibt es noch ein Türkis, ein Grün und noch ein Orange. Wir haben insgesamt 3, 6, 9, 12, 13 Farben dabei. Also ordentlich. Und wir haben keine DMC-Nummern leider bei denen dabei. Aber sowas fülle ich dann in Druckverschlussbeutel und behalte ich dann für Sticker. Hier steht jetzt halt nur die Seriennummer drauf, damit man weiß, zu welchen Stickern es gehört. Und die Laufnummern, aber wir haben keine DMC-Nummern. Das ist aber nicht schlimm, wie gesagt, denn ich habe genug Sticker, die ich damit painten kann. Da ist es ja auch nicht wichtig, welche DMC-Nummer ein Orange oder ein Grün hat, sondern dass es ein Orange oder ein Grün ist. So, die Steine legen wir mal dazu.
Und dann haben wir noch eine Sache, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar wollte ich unbedingt sowas machen. Das habe ich bei manch einem im Status gesehen. Einen Moment, ich gehe mal gerade umdrehen zum Knistern. Ich habe mir für sämtlichen Schnickschnack so eine Tasche ausgesucht, die wir befinden können. Und zwar ein ganz klassisches Motiv, was jeder vielleicht kennt, der schon länger Diamond Painted. Das Pusteblumenmotiv. Da zeige ich euch auch gleich die Sondersteine. Da haben wir zum Beispiel ein paar Druckverschlussbeutel mit bei und ein Standard-Toolkit. Die können wir dann für die Steinchen benutzen. So, dann haben wir hier eine recht robuste Tasche mit Handschlaufe und Kunstleder hinten dran. Und dann auf dieser Tasche werden alle Sonnenblumen samt Stielen bepainted. Und dann zeige ich euch mal die Steine dazu. Wir haben wunderschöne Sondersteine. Diesmal habe ich gar nicht darauf geachtet. Aber wir haben unsere AB-Tropfen. Dann haben wir die Ellipsenform. Dann haben wir gelbe geschliffene Tropfen. Rosa AB-mäßige Tropfen, AB-mäßige lilane Ellipsen, pinke Ellipsen, gelbe lilane geschliffene Tropfen, größere lilane Strasssteine, größere blaue Strasssteine, größere orangene Strasssteine, größere rosane Strasssteine, Standard-pink Strasssteine, Standard-lila, ein paar Standard-blaue Strasssteine, ein paar Standard-goldene Strasssteine. Und ein paar grüne Strasssteine. Dann haben wir hier, die sind durchnummeriert, nehmen sind sie nicht. Buchstaben und Zahlen, natürlich keine DMC-Nummern. Haben wir 3, 6, 9, 12, 17 Farben für dieses kleine Täschchen, für diese Fläche zum Bepainten. Die Farben werde ich auch gleich wieder in die Tasche mit reinstecken. Da freue ich mich riesig, dass ich mir sowas aussuchen durfte. Meine Mama fand die Tasche auch ganz gut. Die war schon ein Fan. Ich stecke einfach mal die Steine mit dem Toolkit wieder in die Tasche zurück. Und ihr könnt auch euren ganzen anderen Diamond Painting Schnickschnack in diese Tasche reinpacken. Noch ein Toolkit und so weiter. Washi Tape dann zumachen. Und dann habt ihr hier, ne? Würde ich natürlich sonst nach dem Painten machen. Ich hole mal gerade meine Sachen, die ich mir ausgesucht habe, wieder ins Bild. So. Das ist alles, was ich mir ausgesucht habe von One Day Saving. So, ich hole mal alles ins Bild. Wenn ihr möchtet, verratet mir doch mal in den Kommentaren, was ihr vielleicht schon habt oder was ihr vielleicht auch noch gar nicht kanntet und ihr euch ausgesucht hättet. Ob ihr gerne was davon ausprobieren oder nachkaufen würdet. Ich verlinke, wie gesagt, alles unten in meiner Videobeschreibung. Ich verlinke euch einen Rabattcode, den man mir zur Verfügung gestellt hat. Den schreibe ich auch hier oben immer ins Video mit rein. Und ja, dann habe ich hier wieder wunderschöne Sticker und Steine. Ich freue mich riesig darauf, die Kleinigkeiten zu painten und die Stifte zu testen. Bedanke mich nochmal ganz herzlich bei One Day Saving, dass ich die Produkte für euch auspacken durfte. Und ich hoffe, die Produkte und das Video haben euch gefallen und wünsche, falls ihr Lust habt, viel Spaß beim Shoppen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auch über ein Däumchen oder über ein kostenloses Abo. Wenn ihr zweimal klickt, aktiviert ihr die Glocke und verpasst keines meiner Videos mehr. Dann würde ich mal sagen, euch eine schöne Restwoche, bald ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!